In diesem Video zeige ich dir, wie du eine außerkörperliche Erfahrung induzierst und dabei die allerhöchste Erfolgsquote erlebst. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und bin vermutlich der bekannteste Astralreisentrainer in Europa. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Astralreisen-Erfolgsquote massiv erhöhst. Ja. Ich habe, wie du vielleicht weißt und falls du mich auf YouTube verfolgst, schon seit sehr, sehr vielen Jahren da in diesem Gebiet angefangen zu forschen und habe es geschafft, meine eigene Erfolgsquote auf ein sehr, sehr hohes Niveau zu heben. So gut, dass ich beim Seminar Teilnehmer aus dem Körper ziehen kann. Und ich habe irgendwann angefangen, Frequenzen für Astralreisen zu produzieren, weil ich einfach gemerkt habe, dass das eines der erfolgreichsten Wege ist, um so schnell als möglich eine Astralreise zu induzieren. Ja. Habe auch zugleich dann angefangen, eine Academy darüber zu gründen, die Astralreisen Academy, wo ich das ganze Wissen, was ich mir in diesen vielen Jahren angeeignet habe, dort komprimiert habe mit Steven und dort zur Verfügung stelle. Ja. Aber man fragt sich trotzdem, wie erlebe ich die höchste Erfolgsquote? Und das erzähle ich dir jetzt. Und zwar habe ich in Brainwave 3D vor vielen Jahren angefangen, Frequenzen für Astralreisen zu produzieren. Und da habe ich mehrere erstellt und eine hat sich rauskristallisiert als die, die die höchste Erfolgsquote bei mir hatte, wie auch bei allen anderen, die die gekauft haben. Ja? Und das war die Cosmic Out of Body. Das Ding ist, dass die Erfolgsquote zwar gut war im Vergleich zu den anderen, aber aus meiner Sicht immer noch viel zu gering. Und ich habe dann angefangen, die Cosmic Out of Body immer wieder zu optimieren von der Technologie her, habe da sehr viel Forschungszeit reingesteckt, bis irgendwann die Technologie immer besser wurde und die Erfolgsquote immer besser wurde. Und dann wollte ich Seminare machen mit dieser Frequenz und dann kam Corona und die Seminare wurden sozusagen von der Regierung abgeblasen. Ja. Und dann hatte ich 2 Jahre Zeit und habe in diesen 2 Jahren primär mich mit dem Thema Technologie beschäftigt und habe angefangen, sehr, sehr intensiv zu forschen an einer Methodik, an einer Technologie, wie man da die Erfolgsquote drastisch erhöht. Vor der Corona-Phase war die Erfolgsquote ungefähr so bei 30%, was schon sehr, sehr gut ist in dieser Branche. Ich habe selber sehr viele Seminare besucht von sehr vielen Instituten und Personen, die sich damit beschäftigen. Und da ist die Erfolgsquote meistens unter 5% gewesen, ja, bei den anderen Teilnehmern. Für mich persönlich war das viel zu wenig, weswegen ich dann auch angefangen habe, selber darin zu forschen, um mir die Frage zu stellen, wie kann man das drastisch erhöhen. Ja. Ja, und so habe ich dann in der Corona-Zeit wirklich sehr, sehr intensiv geforscht und sehr viel experimentiert und habe ein Gateway entwickelt. Und zwar 16 Frequenzen, die aufeinander aufbauend sind. Und mein Ziel war es, dass ich diese 16 Frequenzen sozusagen einfach für das nächste Seminar mit der neuen Technologie mitnehme und dass man sozusagen in diesen 4 Tagen, wo das Seminar damals war, diese 16 Frequenzen hören, aufgeteilt und jede dieser Frequenzen ist von 1 bis 16 aufgebaut. Das heißt, man fängt mit der an, trainiert das Gehirn in diese Ebene, dann in diese und in diese. Und wenn man dann diese 16 durchgehört hat, hat man am Schluss die höchste Erfolgsquote. Und beim Seminar war es so, dass ich an den ersten Tag gefragt habe, wer hat heute was erlebt, ob das Blitzlichter waren, Berührungen, Lichter, Vibrationen oder eine Astralreise. War am ersten Tag die Erfolgsquote so bei 10-15%. Am zweiten Tag habe ich beim Seminar dann nach Corona gefragt, wie war da die Erfolgsquote? Das war dann ungefähr bei 20-30%. Am dritten Tag war sie dann über 50%. Und am letzten Tag, am vierten Tag, habe ich gefragt, wer hat was erlebt? Und dann haben über 90% der Teilnehmer aufgezeigt. Ja, und das hat mir gezeigt, dass diese Frequenzbundle, was ich da erstellt habe, eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote hatten. Bei mir wie auch bei den Teilnehmern. Ja. Und da waren über 60 Leute da und 90% Erfolgsquote, wo jemand irgendetwas erlebt hat, ob es Vibrationen sind oder Bilder, was auch immer, zählt für mich schon als erster Erfolg. Ja. Wenn man natürlich dann weiterhört, dann wird das intensiviert und dann geht es dann erst richtig los. Ja.
Auf jeden Fall haben sehr viele Teilnehmer mir nach dem Seminar gesagt, sie hätten gerne diese Frequenzen für zu Hause, dass sie damit arbeiten können. Aber ich habe sie ursprünglich nur fürs Seminar produziert und habe jetzt entschieden, diese Frequenzen, also meine Seminarfrequenzen, zur Verfügung zu stellen für die Öffentlichkeit. Das heißt, im Cosmic Out of Body Bundle findest du diese 16 Frequenzen, die aufeinander aufbauend sind, die dein Gehirn auf einer Astralreise Tag für Tag trainieren. Und das ist sozusagen das, was ich dir hier vorstellen möchte. In Kombination dessen möchte ich dir eine Methode vorstellen, eine Technik, mit der, wenn du sie koppelst und diese Frequenz hörst und diese tagelang hörst, dann wirst du eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote haben. Ja. Und zwar empfehle ich dir, ja, 7 Tage lang Frequenzen zu hören, also dir wirklich 7 Tage lang Zeit zu nehmen und in diesen 7 Tagen eine Frequenz-Rotation aufzubauen. Das bedeutet, du baust dir ein System, wo du an diesen 7 Tagen diese 16 Frequenzen hörst. Ja. Also du teilst die 16 Frequenzen auf die 7 Tage und hörst sie im Laufe des Tages oder in der Nacht vorm Schlafen gehen, in einer Schlafunterbrechung oder direkt nach dem Aufstehen. Ja. Das ist sozusagen das, was du tun sollst. Das heißt, am ersten Tag hörst du den ersten Part mit dieser Rotation so oft du kannst, am zweiten Tag den zweiten Part und am dritten Tag und bis zum siebten Tag. Ja. So, und jetzt geht es um die Methode. Ja. Die Methode ist, dass du, bevor du schlafen gehst, dir einen Zettel nimmst und auf diesen Zettel schreibst, heute erlebe ich eine außerkörperliche Erfahrung oder ähnliche Suggestionen. Ja. Du schreibst deinen ganzen Zettel auf, weil das Schreiben geht in das Unterbewusstsein und du programmierst dein Unterbewusstsein auf eine außerkörperliche Erfahrung. Ja. Dann legst du dich hin und hörst die Frequenz. Das machst du jetzt aber nicht vor dem Schlafen, sondern so im Laufe des Tages irgendwann mal. Ne. Vorm Schlafen gehen schreibst du dann wieder diese Seite auf. Ne. Und dann stellst du dich neben dein Bett. Um so ein paar Meter entfernt, mindestens 3, 4 Meter, stellst deinen Stuhl hin und stellst dich auf diesen Stuhl, dass du sozusagen von der Decke hinunterblickst in den Raum hinein. Ja. Und dann siehst du sozusagen dein Bett oder dich liegen von oben. Ja. Und du machst ja von da oben ein Foto, ja, und du schaust dir den Raum so 10, 20 Minuten lang an von dieser Position. Ja. Dann entwickelst du eine Fünfer-Rotation. Das heißt, du gehst zum Beispiel in die Küche, öffnest etwas aus dem Kühlschrank, tust etwas schneiden, Karotten oder so, und tust wieder rein. Ja. Dann gehst du ins Schlafzimmer, in den Kleiderschrank, räumst ein paar Sachen aus, räumst es wieder rein. Dann gehst du Zähne putzen und putzt wirklich deine Zähne und blickst dich im Spiegel an. Oder du tust irgendetwas, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du viele Sinne aktivierst. Und das tust du sehr intensiv und sehr lange. So 10 Minuten für eine Tätigkeit. Ja. So, und vor dem Schlafen gehen gehst du sozusagen nochmal zum Bett, schreibst dann nochmal deine Seite auf mit den Suggestionen, schließt deine Augen, machst eine körperliche Entspannung, dass du entspannst deine Muskeln, du kannst vorher auch schon Dehnungsübungen machen. Ich empfehle dir auch vorher, deine Grundsachen zu entspannen, also vom Körper. Das heißt zum Beispiel, dass du deine Hände entspannst, also wirklich Hände ausschüttelst, dein Kiefer entspannst, dass du deine Augenmuskulatur entspannst. Das sind die Dinge, die wir den ganzen Tag brauchen. Deine Zunge anspannst, wieder lockerst und so weiter. Dann dein Gesicht massierst und so weiter. Ja. Dann hast du sozusagen einen Großteil der Entspannung durch. Deine Hände ausschütteln, so machen, shaken, dass deine Hände, weil du bewegst du auch den ganzen Tag, entspannst und vielleicht noch ein paar Dehnungsübungen und dann dich ins Bett legst. Und dann die jeweilige Cosmic Out of Body hörst, die jeweilige Condition. Ja. Und damit einschläfst. Und wenn du, bevor du einschläfst und du merkst, dass du jetzt wirklich kurz vor dem Schlaf bist, dann geht es für dich darum, diese 5er-Rotation, die du heute trainiert hast im Laufe des Tages. Du kannst dir auch vorher noch das Bild ansehen von der oberen Position, was du gemacht hast. Und dann geht es darum, dass du deine 5er-Rotation machst. Das heißt, du schaust dir das eine an, dann das andere, dann das nächste. Also du gehst von einer Position, von der Küche zum Kleiderschrank, gehst dorthin und gehst sozusagen die ganzen Wege ab und führst das durch.
Weil dadurch gibst du dem Körper Signale, dass der Körper glaubt, du träumst das gerade, weil du es ja in echt erlebt hast und du visualisierst sozusagen die Situation nach. Ja. Das nächste, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass dein Körper durch die Frequenz und durch dieses Visualisieren dann irgendwann einen Bodycheck machen wird. Das heißt, es wird die Phase kommen, wo du dich jucken musst, wo du dich kratzt, wo du dich umdrehen musst. Ja. Und das ist ein Test vom Körper, ob er das Melatonin, was für den Schlaf zuständig ist, ausschütten soll. Ja. Wenn du dich natürlich bewegst, dann kommt das ganze Melatonin danach, wenn du dann eingeschlafen bist, beziehungsweise wenn du dich bewegst, dann weiß der Körper, okay, du bist ready, dass du einschläfst, ja. Und schüttet dann sehr, sehr viel Melatonin aus, ja. Wenn du jedoch dich nicht bewegst und darauf nicht reagierst, ja, dann wird der Körper anfangen, weniger Melatonin auszuschütten, damit du das Bewusstsein vermutlich nicht verlierst, ja. Und dann kommt das Melatonin schnell, weil der Körper denkt, ah, der schläft eh schon, jetzt schütte ich einfach weniger Melatonin aus, ja. Und dadurch kommst du sehr schnell in diese Trance hinein, und zwar in diese 4 Hertz, wo Astralreisen möglich sind und die Frequenz, wir nehmen diese Methodik, dass du nicht darauf reagierst, koppeln das mit der Visualisierung, um uns schnell in diesen Zustand hineinzubringen, und die Frequenz unterstützt genau diesen Zustand, ja. Weil diese Frequenzen wurden aufgenommen von echten Astralreisen, wo Menschen in Astralreisen waren und wo ich selber in einer Astralreise war und das Gehirnmuster durch die Frequenz simuliert habe, ja. Und dadurch ist die Erfolgsquote auf allen Ebenen sehr, sehr hoch. Ja. Das heißt, du hörst die Rotation an und versuchst dann einzuschlafen und gibst dir vielleicht danach noch die Suggestionen. Ja. Und dann ist die Erfolgsquote schon mal sehr hoch, dass du deine außerkörperliche Erfahrung induzierst. Falls du am Tag viel Energie verbrauchst, das kann es sein, dass du dann einschläfst, was überhaupt nicht tragisch ist. Stell dir einen Wecker nach 4,5, 5 Stunden. Ja. Steh dann auf nach dem Wecker, putze dann die Zähne, geh vielleicht die Rotation nochmal durch. Wichtig ist, du hast so maximal eine halbe Stunde Zeit. In dieser halben Stunde solltest du wach sein. Mach einen kurzen Spaziergang, aber nicht meditieren, weil sonst baust du ja nicht genug Serotonin auf für das Wachwerden. Wichtig ist dann mit dieser Schlafunterbrechung, dass du wach wirst. Und dann, wenn du dann diese Schlafunterbrechung fertig hast, legst du dich wieder hin, tust die Frequenz wieder rein, machst wieder deine 5er Rotation. Wenn du willst, kannst du nochmal deinen Zettel schreiben, machst deine 5er Rotation und versuchst dann wieder einzuschlafen. Wie gesagt, wenn das Bewegen oder Jucken kommt, nicht darauf reagieren, und dann ist da dein zweiter Versuch an diesem Tag, wo du die Erfolgsquote sozusagen wieder erhöht hast. Und das dritte ist, wenn du dann irgendwann munter bist, ja, aber ich empfehle dir dann in dieser Phase eine Playlist zu erstellen mit vielen, also mit derselben Frequenz hintereinander. Und diese einfach laufen zu lassen, dass du schläfst dann mit der Frequenz einfach durch. Und das Gehirn ist die ganze Zeit in dieser Melodie und dieser Frequenz drin. Und irgendwann wirst du munter werden und dann, du wirst als erstes mal die Frequenz hören, ja, falls du eingeschlafen bist. Ja. Dann empfehle ich dir dann direkt, wenn du munter geworden bist, sozusagen in der Früh, sagen wir mal so 8, 9 Uhr, dass du dann, wenn du munter bist, hast du dann den dritten Versuch, diese Astralreise zu indizieren. Also du machst dann wieder deine 5er Rotation und versuchst dich dann auf diese Position, immer in der 5er Rotation durch ist. Am Ende der Rotation gehst du auf diese Position, wo du das Foto gemacht hast, und versuchst dich nach außen zu projizieren. Ja. Wenn das nicht klappt, mach nochmal die 5er Rotation, projiziere dich wieder, und das machst du auch 5-mal hintereinander. Wenn das nicht klappt, dann versuch einfach einzuschlafen, ja, mit den Suggestionen. Ich werde jetzt außerkörperlich oder so. So, in der Früh, wenn es in der Früh nicht klappt, ja, dann ist es okay. Dann legst du die Kopfhörer weg und du nimmst dir ein Buch über außerkörperliche Erfahrungen und fängst da zu lesen an. Hörst vielleicht im Hintergrund die Frequenz auch und du liest das Buch, und irgendwann wirst du merken, in der Früh liegst du im Bett, dass du jetzt wieder müde wirst. Das ist dann genau der perfekte Zeitpunkt, um eine außerkörperliche Erfahrung zu indizieren. Also du wirst dann müde und legst dann das Buch weg. Das ist so der Punkt, wo du sagst, ich könnte jetzt aufstehen, in den Tag starten, oder ich lege mich nochmal hin und schlafe noch ein bisschen, so eine halbe Stunde. Ja. Dann leg dich hin, lass die Kopfhörer drauf, lass die Frequenz laufen, mach dann deine 5er Rotation und deine Projektion, und da ist die Erfolgsquote sehr, sehr hoch, dass du was erlebst in dieser Phase. Falls du trotzdem eingeschlafen bist, ist die Erfolgsquote auch sehr, sehr hoch, dass du deinen luziden Traum und so weiter erlebst, weil das ist dann die Phase, wo du in der REM-Phase bist.
Wenn du da nichts erlebst, ist nicht tragisch. Wir trainieren ja Tag um Tag, also mit diesen 16 Frequenzen trainieren wir durchgehend. Du kannst auch, wenn du willst, die 16 Frequenzen nehmen und jeden Tag eine hören und diese Rotation mit einem Tag, mit einer Frequenz machen und sozusagen den ganzen Prozess auf 16 Tage strecken, dann wirst du damit die allerhöchste Erfolgsquote natürlich auch haben, ja? Weil du sozusagen mehrmals eine Technologie trainiert hast und am nächsten Tag die nächste und jede geht immer tiefer und bringt dich immer mehr in diesen außerkörperlichen Zustand hinein, ja? Wichtig ist, dass du diese Phase, wenn du das Training machst, dein Traumtagebuch händisch schreibst. Und dann empfehle ich dir als nächstes, dass wir haben einmal die erste Methode, um die Astralseele zu indizieren, war vom Einschla also beim Einschlafen direkt. Die zweite Methode war in der Schlafunterbrechung. Ja. Die dritte Methode war direkt beim Aufwachen in der Früh. Die vierte Methode war nach dem Lesen immer noch im Bett und dann nochmal. Und dann empfehle ich dir noch am Tag, so gegen Mittag zwischen 12 bis 14 Uhr nochmal zu trainieren. Du hast dann 5 Versuche, die du am Tag machen kannst. Und dort kannst du natürlich auch am Nachmittag auch üben, wenn du Bonus oder Zeit hast, kannst du da auch trainieren. Und da wirst du auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote haben. Ja. Und am nächsten Tag dasselbe. Wichtig ist, dass du nicht nach 22 Uhr ins Bett gehst. Ja. Ja genau, du sollst auf keinen Fall später als 22 Uhr ins Bett gehen, weil die Erfolgsquote sinkt drastisch, je später die Nacht wird. Also wenn du um 23 Uhr oder 24 Uhr ins Bett gehst, kannst du es in der Regel schon kaum vergessen, außer du bist schon geübt. Ja. Deswegen empfehle ich dir, um 22 Uhr ins Bett zu gehen oder vielleicht sogar um 21 Uhr und dann halt eine 4,5-5 Stunden Schlafunterbrechung zu machen. Da wirst du einfach laut meinen Studien, die ich durchgeführt habe, die höchste Erfolgsquote haben. Ja. Das ist sozusagen die Methode, mit der du arbeitest, wenn du dieses Cosmic Out-of-Body Bundle nutzt für deine Astralreisen. Wie gesagt, ich habe mit dieser Technologie über die Corona-Zeit sehr, sehr viel daran gearbeitet, getüftelt und optimiert, bis die Erfolgsquote so hoch war, dass über 90% der Teilnehmer beim Seminar eine Erfahrung hatten. Ja. Nicht jeder hatte eine Astralreise, aber 90% hatten Blitzlichter, Berührungen, Bilder, luzide Träume oder ähnliche Erfahrungen. Viele hatten auch Astralreisen, also die Quote, was das angeht, war sehr hoch und das waren auch nur 4 Tage, aber das kann man natürlich auch strecken auf 7 Tage oder auf 16 Tage und dort noch mehr trainieren. Dann wirst du natürlich die Erfolgsquote drastisch erhöhen und man sieht auch an dem Sprung beim Seminar, am vierten Tag ist das massiv nach oben gegangen. Das heißt, das Training ist eine Kurve, die nach oben geht und wenn du mit dem Training, mit den Frequenzen jetzt wirklich dir 7 Tage Zeit nimmst und dort wirklich intensiv arbeitest und dich nur mit diesem Thema beschäftigst, dann wirst du natürlich dementsprechend diese Quote selber in die Höhe bringen. Und falls du die Brainwave 3D App von uns hast, bekommst du natürlich in der App alle 16 Frequenzen mit inkludiert. Die sind natürlich dabei, wenn du auf Special gehst und dort auf Bundles, dann ist sozusagen dort auch das Cosmic Out-of-Body Bundle mit dabei. Ja. In dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag, viel Erfolg beim Trainieren und viele Reisen und wenn du eine tolle Reise und Erfahrung hast, dann schreib es mir bitte im Shop als Testimonial, damit ich sehe, was du damit erlebt hast. In dem Sinne, bis bald und viel Freude bei Cosmic Out of Body.